Guten Morgen, guten Morgen. Ich begrüße euch zu einem neuen Montag, das heißt es ist Wiegetag. Wir haben heute den 8.5.2023. Das letzte Ergebnis war 99,25. Wir haben super geschlafen. Ich stelle mal die Waage zurecht. Ich bin gespannt, was er mir sagen wird. Hatte die Tage auch schon mal unter 99, aber das erste Mal bei einer offiziellen Wiegung. 98,95 war das, glaube ich, ne? Ja. Sehr schön. 104,5 gestartet, 98,95. Das ist ja sehr erfreulich. Ja, bin ich stolz auf mich ein bisschen. Klasse. Und jetzt geht's weiter zum Frühstück. So, jetzt geht's dann zum nächsten Schritt, wie ich bereits sagte. Kaffee schwarz zum Frühstück für den Papa. So starte ich am liebsten in den Tag. Gerne hätte ich natürlich Süßstoff da drin ein bisschen, aber den bin ich ja weg und auf lange Sicht gesehen denke ich, dass das besser ist für mich, wenn ich diesen Schrott weglasse. In der Türkei muss man trinken halt Chai, trinke ich dann halt Schwatz, also ohne alles. Du trinkst ihn weiter mit Zucker mit einem Würfel, wenn dann, ne? Können ja gucken, wir können ja nicht so eskalieren wie letztes Mal, wo wir dann 80 Chai am Tag gefühlt getrunken haben, aber haben wir wirklich vom Morgen bis abends Chai getrunken. Das haut natürlich rein und dementsprechend, ja. Werden wir mal schauen. Ist ja noch ein bisschen hin, bis wir in der Türkei fahren wieder. In Marokko trinkt man, glaube ich, anderen Tee. Da müssen wir mal gucken, die machen das mit den Kannen immer so hoch. Mal schauen wir mal. Ihr Lieben, jetzt gibt es erstmal Käffchen, in Ruhe wach werden und wir starten in die Woche. Jetzt gibt es Frühstück, das erste flüssige. Flüssiger Form. Und zwar, ihr kennt das schon, jeden Morgen Shake. Da sind drin 400 Gramm gefrorene Früchte, Leinsamen, zwei Paranüsse oder drei, je nach Größe. Wasser, insgesamt auf 2 Liter Flüssigkeit aufgefüllt, 5-6 Bananen, die ganz reif sind und Grassamen. Warte, ich halte den Würfel. Ja, unten. Ja, die Livia lässt sich den ausschmecken, die trinkt den gerne. Du darfst das alles aufs T-Shirt gerade halten. Ja, jedenfalls hauen wir uns den rein. Gleich geht's in die Stadt, ein paar Kleinigkeiten besorgen. Montag ist ja mal Versorgungstag, irgendwie jetzt ja so eingebürgert. Wochenstart, ab in die Stadt. Ich muss den Eisenwagen laden. Ich muss 2-Takt-Öl kaufen, wobei das reicht dann noch beim nächsten Mal. Ja, und ein paar Kleinigkeiten. Es ist wirklich nicht viel, die Liste ist nicht lang. Mal gucken. Das brauchen wir heute. Gibt's Erdnussfännchen, das bereitet die Mama dann vor. Die bleibt heute mal zu Hause. Dann in Ruhe hier Essen machen, aufräumen, Wäsche machen. Das ist halt einiges liegen geblieben. Wir haben am Wochenende schöne Ausflüge gemacht. Das war wirklich schön. Ja, und so teilen wir uns heute auf. Aber lange bin ich auch nicht weg. Ja, und jetzt gibt es aber erstmal Breakfast vor Herr Wernd. So, jetzt gibt es Mittagessen. Die Mama hat was gezaubert. Das ist eine Erdnusspfanne. Wenn ihr wissen wollt, was da alles drin ist, schaut auf ihrem Kanal die Michaela Fit. Dazu gibt es Reis mit Wildreis ist das, ne? Und als Beilage der restliche Kopfsalat mit dem Dressing. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. So langsam ist der Hunger enorm bei mir. Ich habe halt nur den Shake gehabt heute Morgen. Wir haben jetzt 1 Uhr. Ja, wir lassen uns jetzt schmecken. Guten Appetit. So, jetzt gibt es einen Nachtisch. Nach jedem guten Schmaus gibt es was Feines auf die... Keine Ahnung, fällt mir keine Reime zu ein. Ich bin voller Fussel vom Segen draußen. So, Käffchen schwarz, wie immer. Dann lässt der Papa sich jetzt schmecken. Draußen in der Sonne. Was eine Wonne. Ja, das Essen war wirklich super pornös und ich habe mir noch einen Teller nachgenommen, den ich ja nicht ganz geschafft habe. Ich denke, das werde ich heute Abend nochmal zu mir nehmen. Aber jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Ja. Später. So, kleiner Zwischensnack gibt es jetzt, ich stelle euch mal dahin. Mama hat wieder gejuiced. Ist
gut für die Arterien wohl. So sagt es, schmeckt zwar nicht, aber wenn es hilft. Bisher habe ich noch keinen negativen Effekt davon feststellen können. Ja, geil ist was anderes, aber ich will lieber so einen Shot zu trinken, als das jeden Tag zu futtern, den Scheiß. Weil es so lecker war, habe ich den Rest von heute Mittag gegessen von meinem Teller und haue mir nochmal eine Riesenportion ein. Das war echt super. Hätte ich nicht gedacht, immer noch nicht. Habe ich echt Angst vor gehabt, weil ich habe mir gedacht, so dicke Erdnüsse drin mit Schale. Nein. Ja. Lecker, lecker, schmecker, fein und rund. Das hauen wir uns jetzt rein. Und dann mal gucken, was wir noch schmausen mit 16 Uhr. Ich habe schon vorbereitet. Mama hat schon vorbereitet, aber ich glaube, das esse ich nicht. Das ist eine Süßspeise, ne? Ja. Mal gucken. Vielleicht esse ich es, dann zeige ich es euch. Wenn nicht, dann müsst ihr bei der Ela gucken. Irgendwie habe ich heute riesigen Hunger. Ich hau mir jetzt noch zwei Brötchen hinterher. Und lass mir schmecken. Und dann kugel ich mich wieder raus. Und dann geht's weiter dann mit dem Werkeln. Feierabend. Haben viel geschafft. Es gibt ein alkoholfreies Gösser zum Feierabend. Und mal gucken, gleich Abendbrot. Kommt mal raus aus dem Qualm, mein Engelchen. Wir machen nämlich jetzt hier Feuerchen. Brennt in den Augen. Soll ich das festhalten? Nein, ne? Verbrennen nämlich gerade so ein bisschen Holz noch, machen Lagerfeuer, genießen das schöne Wetter. Die Sensen, die ziert man im Hintergrund. Und wie gesagt, ich schaue mir jetzt einen halben Liter alkoholfreies Radleinkopf. So, jetzt gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit von dem Abendbrot. Nur ein bisschen was. Drei belegte Brote von dem restlichen Brot, was wir nur hatten, von dem leckeren von Michaela. Ein Brötchen mit veganer Fleischwurst aus dem Penny, die ist mal eine andere mal probieren. Und einen Erdapfel gibt es dazu. Das lassen wir jetzt als Zwischenmahlzeit schmecken. Und dann gibt es daher nur noch, glaube ich, ein kleines Abendbrot. Hallöchen, ihr Lieben. So, das letzte Mal ist angedacht. Ich hau mir jetzt noch zwei Bananen rein. Andersrum, Livia, bitte. Ich möchte keine Bananenmatsche. So. So, jetzt kannst du mir die schälen. Und dann war es das für heute. Hier ist die andere Banane. Die eine wird mir geschält gerade. Und ja, das war's dann. Wie gesagt, vielen Dank fürs Mitkommen bei meinem Food Diary heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Daily Vlog. Da ist viel Spannendes passiert. Schaut mal rein. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.